Wir können einfach jeden Tag Eis essen gehen. Ja, voll cool. Und dieser See, der ist so blau und wir können jeden Tag darin schwimmen. Und vielleicht machen wir auch mal eine Bootstour. Freust du dich denn gar nicht? Ja, klar freue ich mich. Wieso sollte ich mich nicht freuen? Ich frag ja nur. Nee, alles super. Und dann können wir auch auf den Berg klettern. Ja, können wir machen. Oh, Max ruft an. Hallo? Ja, ich frag eben. Max fragt, ob wir zusammen auf ein Zimmer wollen. Ist das okay für dich? Sag mal, wir rufen später zurück. Okay, wir rufen später zurück. Bis gleich. Tschüss. Was ist denn los? Also, ich kann wahrscheinlich nicht mit auf Klassenfahrt kommen. Warum nicht? Papa hat gesagt, wir können uns das nicht leisten im Moment. Aber wir haben doch schon alles geplant. Ja, ich würde ja auch gerne, aber es geht halt nicht. Aber ich will nicht mit anderen Leuten. Ich wollte mit dir und Max auf dem Zimmer und nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Wir müssen da doch irgendeine Lösung finden. Ich weiß nicht, Papa hat gesagt, man kann da nichts machen. Ich google das jetzt. Kein Geld für Klassenfahrt. Hier steht, dass mein Vater da einfach nur anrufen muss. Und dann kriegt er ein Formular zugeschickt. Na, versuchen kann man's ja. Okay, lass uns ihn fragen gehen. Hey Papa. Hey Emily, was gibt's? Mach mal kurz auf Pause. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, also du hast ja gesagt, ich kann nicht mit auf Klassenfahrt kommen und also wir haben da mal nachgeguckt und wir haben so eine Telefonnummer gefunden und da müsstest du anrufen und du würdest ein Formular kriegen, das du dann ausfüllen kannst und dann kann ich mitkommen. Ach Emily, nee, du weißt doch, das ist doch bestimmt beim Jobcenter, oder? Ja, ich glaube schon. Du weißt doch, das kann ich nicht. Das bringt nicht übers Herz. Okay. Das war ja ein kompletter Reinfall. Ja, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht macht. Aber wir haben noch eine Chance. Und die wäre? Wir rufen selbst an. Ja, klar. Aber nur wenn du das machst. Wirklich? Ja, okay. Hallo? Hier ist der Müller. Ich rufe an wegen eines Formulars.